Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play History mit Field of Glory Empires. Jawohl, wir sind immer noch in der Offensive gegen Makedonien. Ein großes, großes Reich, das scheinbar, obwohl es sich hier oben momentan offenbar stabilisiert hat, sehr stark leidet an Dekadenz und Truppenmangel. Ich weiß gar nicht, ob wir sehen können. Hast du Diebe um dich herum? ob wir sehen können, wie... Was wollte ich jetzt sagen? Wie es um ihre Manpower und so bestellt ist, aber ich glaube nicht. Armeestärke ist angeblich gleichwertig. Flottenstärke schwach. Ja, wir haben einige ihrer Flotten vernichtet. Sie haben jetzt hier noch das dritte Nautikon, das ausschließlich aus leichten Kriegsschiffen besteht. Das wäre vielleicht mal eine Gelegenheit, hier unten die Flotten zusammenzuführen. So. Und Kriegsschiffe, leichte Kriegsschiffe. Das war doch richtig, was ich gerade gesagt habe, ne? Leichte Kriegsschiffe. Mit unserer Flotte vielleicht doch mal rauszufahren. Wir werden dazu als allererstes mal die Flotte nach Böotien verlegen. Und dann in der nächsten Runde mal schauen, wo diese Flotte hin ist. Vielleicht fährt sie ja hier rein und wir können die Stadt einnehmen und damit die Region. Die Belagerung sollte kurz sein. Sehr gut, dann brauchen wir da auch gar nicht angreifen. Wir können direkt in die nächste Runde übergehen. Ich bin sehr gespannt, wann denn mal von Norden oder den anderen Frontabschnitten makedonische Armeen in unsere Richtung kommen. Hier gibt es ja wieder keine Verteidigungsanlagen oder irgendwas. Wir werden das ebenfalls überspringen. Ja, überhaupt kein Problem für unsere Truppe. Da sind ja auch wirklich sehr starke Einheiten drin. Und Saba ist immer noch hier auf Platz 1 jetzt, hat aber eine Alterungsmarke. Rom hat kein goldenes Zeitalter mehr, führt aber hier deutlich an. So, unsere Gesandten sind in Karthago angekommen. Eines Tages möchten wir an deiner Seite kämpfen. Ja, dann lass uns doch eine Kooperation oder irgendwas machen. Leute. Aber wir haben so viel Geld, wir schicken euch noch ein Geschenk. Hier ist richtig, dass hier unten jetzt die Hauptstadt von Karthago ist. Oh Mann. Epidamnia hat eine neue Bevölkerungseinheit. Und öffentliche Arbeiten wurden hier fertiggestellt. Durch die neue Bevölkerungseinheit 3 freie Gebäudeplätze. Was ist das hier eigentlich? Eine Bank. Steigert die Dekadenz. Handelsbonus plus 20. Besteuerung plus 15. Bringt auch von sich aus 42 Geld. Braucht Gold. Das muss eingekauft werden aus Makedonien. Das ist also intern. Das ist kein Problem. Dekadenzsteigerung ist ein bisschen blöd natürlich. Turnhalle bringt Mannstärke, kann zu Stadion verbessert werden. Nee, dann bauen wir die Bank. Wir bauen die Bank. Minus 3 Infrastruktur, aber das ist hier auch kein Problem. Ja, wir bauen die Bank und dann bräuchten wir eigentlich auch mal Pferde oder irgendwas hier. Okay. Wir können uns überhaupt mal gerade das Handelsgüter-Overlay anschauen. Was heißen denn nochmal die Farben? Regionen mit 3 oder mehr fehlenden Gütern werden in Rot angezeigt. Wenn das zum Beispiel hier Thessalonika ist rot. Die Makedonen müssen da sehr viel importieren. Regionen mit 1 bis 2 fehlenden Gütern orange. Regionen, denen nur 5 oder mehr Bonusgüter fehlen, werden in blau angezeigt.
Also hier fehlen nur Bonusgüter. Also mit Grün. Alle anderen Regionen, denen fehlt überhaupt nichts. Oder wie? Quatsch. Da wollte ich hin. Zwei. Doch, da fehlt doch. Okay, es leuchtet mir jetzt gerade auf die Schnelle nicht ganz ein, aber wird wohl stimmen, ne? Hier haben wir Pelze. Hier haben wir jetzt Kupfer und Zinn, was sehr gut ist. Hier gibt es Pferde. Hier drüben gibt es Kohle, Wolle, Flachs und so weiter. Hier unten gibt es Getreide und hier haben wir halt Gold jetzt bekommen mit Pella. Das war schon ziemlich wichtig. Oder ziemlich gut. So, da wollte ich hin. Akanania hat eine neue Bevölkerungseinheit und die Stoa wurde hier errichtet. Und wir können hier jetzt gepflasterte Straßen bauen. Interessant. 19 Runden. Geld 4. Bedürfnis Stein. Und Samenlager könnte man auch bauen. Da müsste das Getreide da oben dann hergeholt werden. Bringt Nahrung und Geld. Ja, dann bauen wir erst das. Oder? Wie viele Plätze haben wir hier? Ja, zwei. Oder die Räucherei. Nahrung 10. Hier bringt es Gesundheit. Wir bauen das Samenlager. Ja. Und danach machen wir dann mit den gepflasterten Straßen weiter. Handwerksviertel in Sparta gebaut. Und Salz, Töpferwaren und Eisen werden hier benötigt. Marmor könnten wir natürlich auch noch. Marmorbruch. Ach so, der stellt kein Marmor her, sondern. Ja, so war das. Kriegt Bonus Kulturproduktion aus Marmor. Produzierte Wolle. Kann importiert werden, wird hier nicht benötigt. Das wäre halt, wie gesagt, nochmal eine sehr schöne Sache, wenn man hier eine Auflistung hier an der Seite bekäme, welche der eigenen Regionen zum Beispiel jetzt hier Wolle benötigen würden. Oder hier unten. Irgendwie so. Fischerei. Taverne. Ne, das haben wir ja abgerissen, ne, oder? Ach nee, Taverne. Ich dachte gerade, die produziert Dekadenz, tut sie aber nicht. Elf Geld. Ja, schwer zu sagen. Oder das Aquädukt bauen. Infrastruktur, Stein erforderlich. Was machen wir hier? Alles nicht so richtig prima. Hier gibt es halt auch nichts, was so viel Gesundheit erfordern würde. Wir haben da ja schon einige Gebäude für die Gesundheitsversorgung. Na komm, wir bauen das Hirtenhaus. Bisschen grundständige Produktion kann ja nicht schaden. Stadtmauern in Arkadien gebaut. Und da gibt es auch noch Platz für weitere Produktionen. Konservierte Lebensmittel waren, glaube ich, hier angesagt. Was fehlt denn hier? Wolle und Drogenkräuter. Wenn Wolle fehlt, dann vielleicht doch erstmal das Hirtenhaus. Als Bonus, Handelsgut. Für wen? Bauernhof, zwei Nahrung. Ja, aber warum nicht, ne? Laden für konservierte Lebensmittel in Euboea fertiggestellt oder auf Euboea. Produktion, Handel, was ist hier los? Vieh, Honig, Salz, Baumwolle. Baumwolle können wir nicht.
Steinbruch produziert Stein. Waffenlagerwucherer. Nee, wir werden mal mit dem Straßenredner weitermachen, weil wir hier so wenig Kulturproduktion haben. Gut, Belagerung. Es ist uns nicht gelungen, dem Verteidiger Verluste zuzufügen. Und wir haben Nisus erobert. Nice. Aufstandsrisiko 2%. Wir können hier Dinge bauen, die 300 Jahre brauchen werden. Gefühlt 12 Jahre, um eine Jägerhütte zu bauen. Keine Wildtiere. Nahrung gibt es hier, aber Nahrung. Naja, wobei. Nahrung gibt es hier, ist gelogen. Drei Nahrung halt nur, ne? Ist echt nicht gut. Zu welcher, wartet mal. Zu welcher Provinz gehört das denn? Mösien. Das heißt, wir brauchen mindestens diese Region hier noch. Oh, und da ist eine makedonische Armee, liebe Leute. Gewöhnliche Infanterie. Danubische Kriegsmeute. Sehr viel Kavallerie. Sehr viel Plänkler, aber nur wenig. Oh, einmal Silberschilde. Einmal Hetairoi, das sind natürlich sehr starke Kavalleristen, das sind sehr starke Phalanx-Einheiten. Einmal die Spießphalanx und schwere Infanterie. Oh, wartet mal. Wo marschieren die hin? Vermute doch mal stark hier runter, hm? Dann werden wir hier unsere Pläne ändern. Das dauert zwei Runden. Komm mal hierher. Und uns hier zurückziehen von Thessalonika. 260 Kampfstärke, ne? Krass. Aber den könnten wir ja, wenn wir gemeinsam kämpfen könnten, vielleicht etwas entgegensetzen. Also vielleicht befehlen wir den sogar tatsächlich auch schon mal nach Pella zu rücken. Oh wow. So, und unsere Flotte möge jetzt hier diese makedonische Flotte angreifen. Dann können wir vielleicht hier mal verhindern, dass sie hier übersetzen können. Falls sie hier noch Truppen haben, das weiß man ja nicht. Wir werden es sehen. So, wir haben immer noch sehr, sehr viel Geld. Wollen wir damit irgendwas anstellen? Können wir noch sinnvolle Entscheidungen verbessern? Die Handelseffizienz? Ja, das wäre doch gut. Die Händler bescheren unseren Bürgern Wohlstand und Güter. Errichtet Gasthäuser. Plus 2 Handelsscharfsinn. Damit sie innerhalb unseres Territoriums effizienter sind. Kostet 550. 1150 für Rastplätze und Pferdeställe. Plus 5 Handelsscharfsinn. Das sollte sie bei zukünftigen Handelsgeschäften stark unterstützen. Hilf Landkarawanen und den Handelsflotten. 3 Handelsscharfsinn plus 1 Handelsreichweite. Oh wow. Marinepatrouillen. So werden sie neue Ufer sicher erreichen können. Geleitschutz, Armeeveteranen. 2300 Handelsvormachen um jeden Preis. Es muss alles unternommen werden, damit unsere Händler überall die Oberhand haben. Militäreinheiten werden sicherstellen, dass sich keine unwillkommenen Elemente in den Gebieten, die unsere Karawanen besuchen wollen, aufhalten. Und unsere Marine wird sich ganz auf den Schutz unserer Konvois und ihrer Handelsgüter konzentrieren. Sollte Konkurrenz durch andere Nationen bestehen, ist die Anwendung von Gewalt in bestimmten Fällen gestattet. Plus 7 Handelsscharfsinn, plus 2 Handelsreichweite, minus 5 Beziehungen mit allen benachbarten Nationen. 2300 Geld haben wir nicht, können wir nicht machen. Und selbst, ja, 1100 könnten wir gerade so machen, ne? Wir kriegen nächste Runde wieder, können es wieder ausgleichen. 3 Handelsscharfsinn und ein Handelsreichweite oder 5 Handelsscharfsinn, um intern erstmal klar zu kommen.
Nee, ich würde sagen, wir machen das hier, ne? Für 18 Runden plus 3 Handelsscharfsinn plus 1 Handelsreichweite. Tritt nächste Runde in Kraft, dann wird auch erst abgerechnet. Von daher passt das mit den Finanzen. Oh, wow, spannend. Das könnte unser Einkommen nochmal deutlich erhöhen. Wir merken uns das mal. 321. Und was passiert hier? Das Flottengefecht gegen 5 makedonische Einheiten. Lassen wir uns anzeigen. Sollte ja eigentlich kein Problem sein, da das alles nur leichte Kriegsschiffe sind und wir hier schwere Schiffe haben. Und die dieses Mal auch im Zentrum stehen, beziehungsweise im Zentrum kämpfen und rudern. Ja, überhaupt kein Problem hier. Schaut euch das an. Wir hatten es ja bei einer der letzten Seeschlachten, dass die irgendwie außen waren. Total seltsam. Komplette Flotte versenkt. Ja, sie sind tatsächlich darunter marschiert. Oh, schaut mal, wir haben eine weitere Fortschrittsmarke erhalten. Sehr, sehr gut. So, wir haben 140 Geld bzw. Waren im Wert von 140 Geld nach Karthago geliefert. Sie sind aber immer noch distanziert. Sie wollten noch neulich mit uns zusammenarbeiten. Verstehe ich nicht. Warum ist das so? Gib Geld aus, um Metall oder Mannstärke zu erwerben. Brauche ich nicht. Wobei wir haben minus 10 Metall. Das müssen wir mal im Blick behalten. Hirtenhaus in Lakonien gebaut. Oh, was ist das hier? Keramikwerke. Hier wird das Handelsgut Keramik hergestellt, das hauptsächlich von Palästen und religiösen Gebäuden verwendet wird. Die hergestellten Produkte können mit gutem Gewinn verkauft werden, wenn zusätzliche Materialien verfügbar sind. Bringt 36 Geld, 13 Kultur. Bonus von 7 Geld und 5 Kultur auf Gold, Marmor, Glas, Farbstoff. Produziert Keramik. Das ist, glaube ich, das, was wir als nächstes machen werden. Große Mauern sind da halt auch immer noch ein Thema. Auch wie gesagt, historisch gab es die natürlich nicht in Sparta. Hier gibt es auch scheinbar keine Kultur. wir haben da die Gebäude abgerissen. Wir machen mit den Keramikwerken weiter. 9 Runden. Vielleicht können wir das noch ein kleines bisschen beschleunigen. Ja, 8 Runden. Naja, regionale Straßen auf Kefalonia gebaut. Braucht Hanf und Eisen. Haben wir beides nicht. Wir können Landexpansion machen. Bietet einen zusätzlichen Gebäudeplatz. Oder anfangen, Palisaden zu bauen. Oder Metall. Metall. Bonus von 7 Metall aus Kohle. Haben wir hier Kohle? Kohle. Ja. Und wir haben mi minus 10 Metall. Von daher bauen wir den Ofen. Eine Runde. Prima. Können vielleicht sogar noch ein paar Leute in die Nahrungsproduktion bringen. Naja, so 5 Runden bis zum nächsten Bevölkerungswachstum. Spinnerei für Flachs wurde fertiggestellt. Und die sind alle hier drin. Was soll das denn? Warte mal, wollen wir mal ein bisschen umverteilen hier. Infrastruktur, Kultur, so. Gucken wir uns das nochmal an. Baumwolle fehlt. Würde nochmal Bonus-Geldproduktion bringen. Flachs wird importiert. Tuch wird produziert. Momentan nicht exportiert, das ist interessant. Salz, Flachs und Keramik wird hier benötigt. Was ist das denn hier? Trockendock? Ja. Ausrüstung, die Segel, bla bla bla. Schiffe können schneller produziert werden. Brauchen wir hier erstmal nicht. Sondern wir machen mit den Stadtmauern weiter. Eine Runde. Weil wir hier doch relativ nah an der Front sind. Und wir sehen jetzt hier 42 Einheiten. Was haben die denn hier? Kavallerie der Mösier. Wir haben super viel Kavallerie, ne? Wow. Während der Belagerung ist es gelungen, dem Verteidiger einige Verluste zuzufügen. Ja, aber wir haben die Belagerung abgebrochen, von daher ist das nicht mehr relevant.
General Skymnos ist in seinem Bett gestorben an Altersschwäche. Durch das Gesundheitswesen haben wir eine weitere Bevölkerung in Epirus erhalten. Schön. Wachstum in 7 Runden, okay. Eine zweite Fortschrittsmarke bekommen. Freudenhaus wurde in Thessalia abgerissen. Und der Glücksspielring wurde ebenfalls in Thessalia abgerissen. Ja, jetzt haben wir noch den Wucherer, der Dekadenz produziert. Es wäre halt wichtig, hier mal Gebäude zu haben, die Dekadenz abbauen können. Haben wir aber nicht. So, unsere Flotte belagert jetzt hier, beziehungsweise blockiert natürlich hier den Hafen. Von Makedonia. Beziehungsweise Thessalonika. Aber bringt das was? Blockiert. Der Hafen wird blockiert und bietet keine Produktions- und Belagerungsschutzboni. Okay, hätte glaube ich sowieso nichts. Naja, wir lassen die Flotte mal da liegen. Vielleicht gehen wir in den Gegenangriff über. Ich wäre sehr gespannt, was die jetzt machen werden. Aber wir werden Pella verteidigen, hä? Die haben ja eine starke Befestigung. Wollen wir nochmal mit Illyrien eigentlich ins Gespräch kommen? Sie sind entgegenkommend. Wir haben eine volle Kooperation. Wir könnten also sogar eine Allianz schließen. Sie sind ansonsten... Sie kooperieren mit Dalmatien und sind nur mit Makedonien im Krieg. Also würde sich schon anbieten gewissermaßen. 14% Chance, dass sie unser Klientelstaat werden. Und ihr seht das hier, wie krass die Einnahmen angestiegen sind. 523 jetzt. Krass. Hat sich echt gelohnt, die Investitionen in den Handel. Handel scharf sind und Reichweite. Super gut. Ja, wir fragen mal an, ob sie eine Allianz mit uns wollen. Und schaut mal, was ist das denn hier? Rom hat hier einzelne Provinzen, einzelne Regionen erobert. Was zum Kuckuck. Und hier gehen sie jetzt in die Alpen vor. Hier unten gehen sie weiter vor. Numidien ist hier wieder entstanden. Mit 2 Provinzen. Wie steht denn Karthago jetzt zu uns? Immer noch distanziert. Weiß nicht, warum sich deren Einstellung so geändert hat. Das verstehe ich nicht. Nun gut, wir gehen weiter. In Runde 79. Und sie kommen tatsächlich nach... Makedonien, nach Pella. Und da haben wir jetzt 2 Armeen, weil unser erstes Stratos noch dazugekommen ist. Und wir haben eine deutlich überlegene Kampfkraft, haben auch mehr Einheiten. Das wird eine riesige Schlacht, liebe Leute. Und wollen wir die exportieren oder anzeigen lassen? Ich hätte mal wieder Lust, eine große Schlacht zu schlagen, ne? Von daher exportieren. Ja. Exportierten Kampf überschreiben, bitte. Und Field of Glory 2 starten, bitte. Na, wo ist es? Da kommt das Spiel starten. Dürfte dann auch gleich bei euch sichtbar werden. Bam, 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 bam. Schlachten, Empires. So, sehr gespannt, wie riesig das Schlachtfeld sein wird mit so vielen Einheiten. Vermute aber, dass die nach und nach dann auch aufs Schlachtfeld kommen werden. So.
Ja, gewöhnliche. Wir können einen weiteren Befehlshaber zuweisen. Und wir erinnern uns daran, die Gegner haben sehr, 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 sehr viel Kavallerie. Oh, schaut mal, wir haben eine sehr vorteilhafte Position, auch wenn wir hier den Hügelkamm besetzen können, wäre das super. Hier können wir unsere Flanke schützen. Hier ist sehr viel unebenes Gelände. Interessant. Das ist ja was für unsere Turioforoi. Da gibt es ja einige hier davon. Die Kavallerie muss da, glaube ich, mal nicht stehen. Turioforoi. Wie sieht es denn hier aus? Hier einen zu haben wäre ganz gut an der Stelle. So, das dauert jetzt ein kleines bisschen. Ich muss mir jetzt ein bisschen Gedanken machen, wie wir das alles hier aufstellen wollen. Und warum haben wir nur einen Elefanten dabei? Das ist nämlich jetzt was ich auch mal ausprobieren wollte. Ich werde den Elefanten auf den Flügel nehmen. Der soll die Kavallerie unterstützen, denn da hat sich ja gezeigt, dass die sehr effektiv gegen gegnerische Kavallerie sind. Und das würde sich doch wohl lohnen, das zu nutzen. Speerwerfer der Molosser. Die haben einen Kampfbonus im unebenen Gelände. Von daher kommen die bitte darüber. Und die Reiterei. Speerwerfer der Molosser hier. Nochmal Speerwerfer der Molosser. Haben wir hier auch noch welche? Ja. Geht bitte mit in die Gruppe. Ja, wir haben noch einige. Cool. Die werden wir alle hier rüberbringen. Die sind eine Gruppe. Ja, ach so, der muss in eine andere Gruppe. Deswegen wird das hier so komisch angezeigt. Also, nochmal Speerwerfer der Molosser. Ebenfalls in die Gruppe. Und die Einheit in die Gruppe. Zu der leichten Reiterei. Und die leichte Reiterei werden wir aber auf die Seite hier bringen, würde ich sagen, ne? Plänkler ins Zentrum, leichte Reiterei hier rüber. Zack, zack. Und die hier mit rein. Manchmal ein bisschen umständlich, das umzusortieren. Die sind jetzt eine Gruppe. Die können hier in dem unebenen Gelände Action machen. Die sind hier. Ja, wir haben im Zentrum ehrlich gesagt nicht so richtig viele Plänkler. Lass uns die mal ein bisschen weiter aufteilen. So und so. Dann haben wir hier die leichte Reiterei für den linken Flügel. Das ist gut. So, und dann haben wir hier unsere Kavallerie mit dem Elefanten zusammen. Perfektes Gelände ist das ehrlich gesagt nicht, ne? Es wäre schön, wenn wir hier irgendwie durchbrechen könnten. Da müssen wir uns aber hier im Wald aufstellen, was auch wieder blöd ist. By the way, stellt euch doch mal so hin. Und du kriegst jetzt einen Feldherrn, genau, dann kann der die ganzen Söldner nämlich befehligen. So, dann haben wir hier unseren rechten Flügel, der besteht komplett aus Turioforoi. Ja, und wird von Epiphanios angeführt. Epiphanios. Schön. Ihr kommt hier hin. Schwere Infanterie da. Wir haben hier nochmal. Genau, das ist auch richtig so. Der Elefant soll mit in die Kommandogruppe. Und noch einen General können wir nicht, ne? Schade eigentlich. Gut, schaut mal, unsere ganze Hauptreihe besteht hier nur aus Spießphalanx. Das ist schon ziemlich mächtig, finde ich.
Und wir überlegen uns jetzt mal, wie stellen wir uns denn am besten auf? Wir brauchen hier was in der Lücke, also da. Ja, dann machen wir hier wieder so ein Schachbrettmuster. Städtische Miliz, wartet mal, das sind alles schwere Infanteristen. Ja. Und das ist auch nochmal eine schwere Infanterie. Vielleicht als Reserve hier mit rüber oder nach außen. Ich würde sagen, lieber hier. Und das sind dann komplett die Reservetruppen. Städtische Milizen. Und den verlegen wir mal ein kleines bisschen hier rüber vielleicht. Oder hier in die Mitte rein, ne? So, und dann haben wir hier Melanthios, den Unterfeldherrn. Vielleicht sollten wir aber unseren Hauptgeneral eine Reihe nach hinten bringen. Oder in eine Kavallerie. Ich hätte ihn eigentlich auch sogar gerne in einer Kavallerieeinheit. Warte mal, stecken wir das mal damit rein und switchen den hier auf die Kavallerie. So. Dann kann der nämlich mal wieder versuchen, richtig Action zu machen. Und jetzt haben wir hier noch Melanthios. Frage ist, soll Melanthios jetzt die Reserveeinheiten hier kommandieren? Warum nicht, ne? Dann haben wir die Kavallerieeinheit zwar nicht an der Front, aber es ist vielleicht auch gar nicht so wichtig bei dieser Geländebeschaffenheit. Und hier möchte ich nochmal die beiden durchtauschen, damit der Elefant vorne ist. Okay, steht nichts, dass wir nochmal Verstärkung bekommen würden. Scheinen also alle Einheiten zu sein. Und wir gucken mal, wie der Gegner aufgestellt ist. Das wird jetzt super spannend hier. Sehr, sehr große Schlacht. Wobei, so viele Einheiten sind es gar nicht, ne? Hier sind Krieger. Niketas, Sohn von Chares, unter Befehlshaber mit den Hetairen. Die stärkste Kavallerie hier. Wir sehen auch, die haben 5 Modelle statt 4. Dann haben wir Thurioforoi, ein paar verstreute Plänkler, auch da Plänkler. Hier ist die Kavallerie. Alois, der Oberbefehlshaber, hier hinten. Alkaios auf der Seite. Hier haben wir Spießphalanx. Und hier sind die Silberschilde mit Telesphorus. Schwere Fußtruppen, Elite, geschützt mit Piken bewaffnet. Und ja, danubische Kriegsmeute und so weiter. Das ist jetzt alles nichts mega spannendes. Ah, cool, aber die Schlacht an sich, die wird, glaube ich, interessant und spannend. Vielleicht 3-3. Oh, die waren doch noch in der Gruppe. Oh nö, das wollte ich nicht. Naja, gut. Ist dann wohl so. Wir rücken mit unserem Flügel hier in das unebene Gelände vor, in der Hoffnung, dass wir da gegen die Hetairoi standhalten können. Und das gesamte Zentrum darf bitte vorrücken. Der Kavallerieflügel ebenfalls. Und auch die Reserve. Da ist alles irgendwie standardmäßig vom Ablauf her. Nichts Bemerkenswertes. Wir gehen eine Runde weiter. Ich schätze, die Gegner werden noch abwarten. Ja. So, und wir sind hier schon in Feindreichweite. Von daher müssen wir hier jetzt einzeln vorrücken. Und ziehen mal rein ins unebene Gelände. Mit dem Flügel können wir noch in der Formation vorrücken. So, und die sollen dann auch hier in das unebene Gelände gehen. Die Kavallerie, ja, geht vor. Ich setze jetzt all meine Hoffnung in die überlegene Kampfkraft der Elefanten gegen die gegnerische Kavallerie. Hoffentlich täusche ich mich da nicht zu sehr. Und wir beginnen den Kampf mit unserer leichten Reiterei gegen die feindlichen Plänkler. 24 Schaden, das war ordentlich.
22 auch gut. Hier rücken wir an die innere Hügelkante vor. Und die Reserven rücken langsam nach. Hier gibt es ein bisschen Verzögerung. Aber das wird sich auch geben. Das war dann schon der nächste Zug. Okay, die Plänkler im Zentrum reagieren jetzt. 33 Schaden, das war nicht schlecht von denen. Hier jagen sie unsere leichte Reiterei davon. Aber da kann die Kavallerie ja gleich auch unterstützen. Von daher dürfte das alles kein Problem sein. 52 Schaden, die sind echt nicht schlecht hier, deren Plänkler. Mensch. Aber wir haben hier den Vorteil in diesem unebenen Gelände. 52, sehr gut. Geschwächt schon mal. Können wir mit denen vielleicht hier rüberrücken. Nochmal eine halbe Salve abgeben. Ja, leider nur 11 Schaden. Und mit denen... Ja, wir gehen trotzdem mal vor, auch wenn wir hier im offenen Gelände sind, beziehungsweise auf Wegen. Sollte trotzdem okay sein. So, hier lassen wir eine kleine Lücke. Wir warten mal ab, wie die Gegner sich verhalten und rücken hier an den Hang vor. So, die sollen hier vorrücken und die Lücke schließen. Die müssen hier die Lücke schließen. Das sieht soweit okay aus. Wie ist es hier? Hier sollten die aber noch weitergehen. Genau, so. Können die hier oben hin? Die so. Die bleiben mal ein bisschen zurückgezogen. Und hier schicken wir mal den General auf den Hügel. Und die Reserve kann weiter vorgehen. So, gut. Hier ein bisschen aufpassen, dass nicht zu viel Stau entsteht gewissermaßen. Und weiter geht unser Geplänkel. Kann die Kavallerie die schon erreichen? Nein, leider nicht. Wir versuchen mal einen Sturmangriff. Okay. War zu unseren Gunsten. Da kommt der nächste, der müsste noch besser sein. Sie weichen aus, sehr gut. Damit sind wir jetzt mit den gegnerischen leichten Reitern im Gefecht. Und können hier sie aber leider nicht mit der Kavallerie erreichen. Schade, wir können das aber schon mal vorbereiten. Genauso hier drüben. Ich greife sie jetzt deshalb mit dem Elefanten noch nicht an, weil ich Sorge habe, dass die zu krass hinterhergehen werden. Und das möchte ich nicht, dass die hier gleich ganz alleine auf dem gegnerischen Flügel stehen. Boah, 72 Schaden, habt ihr das gesehen? Wow. Maximum rausgeholt. Maximum rausgeholt. Gut, das war schon wieder unsere Bewegung. Wir haben unsere Flügel vorgeschoben. Das Zentrum steht, hat seine Position eingenommen. Und jetzt rückt auch die gegnerische Hauptlinie vor. Hier sehen wir, dass die Silberschilde durch die eigenen Plänkler blockiert werden. Könnte uns ein bisschen Zeit verschaffen. Und hier rücken Toriophoroi dem Flügel entgegen. Die leichte Reiterei hält hier ganz gut stand. Vielversprechend. Die Kavallerie hier auf dem linken gegnerischen Flügel hat sich jetzt noch gar nicht bewegt. Und dann sind wir auch schon wieder am Zug. So, wir werden die mal... Die erwischen wir sogar von hinten. Sehr gut. Können wir da jetzt noch in den Nahkampf? Können wir nicht. Wie gehen wir dann am besten mit denen weiter? Ich würde mal sagen, hier den Hügel hoch. Damit wir uns da entweder um die Kavallerie oder die Toriophoroi kümmern können. Das dürfte ein guter Flankenangriff sein. Gegner ist zermürbt. Schön.
Hier haben wir jetzt den Flankenangriff ebenfalls ja in der letzten Runde vorbereitet. Er hält aber nochmal Stand, unglaublich. Naja, dann werden wir jetzt hier mal einen weiteren Unterstützungsangriff reiten. Der war auch nicht wirklich überzeugend, ehrlich gesagt. Okay, die weichen uns aus. Interessant. Gehen wir mal langsam mit den Elefanten weiter. Halten die Kavallerie hier so ein bisschen parat, um gegebenenfalls gegen die Toriophoroi mal. Kampfbereit zu sein. Ja. Ja, hier wollten wir die Lücken schließen. So und so, damit wir da gegebenenfalls vorstoßen können. Reservegeneral darf nochmal weitergehen. So. Das war das. Die sind jetzt zermürbt. Hervorragend. Können wir sie noch in die Flucht schlagen? Nee, noch nicht. Vielleicht hätten wir mal einen Nahkampfangriff machen sollen. Wow. Kommen die mal hier in die Zwangspanik, Leute? Jawohl. Lohnt sich das? Ich würde sagen, nein. Von daher halten wir die Position. Wir richten uns nochmal so aus, dass wir gleich hier drüben Ärger machen können. Wie gesagt, wir müssen auch auf die Hetairoi ein bisschen achten. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Hier gehen wir mal ganz sachte noch einen Schritt nach vorne. Und was haben wir hier jetzt noch? Wir haben hier noch den Nahkampf der leichten Kavallerie. Die sieht aber jetzt auch ganz gut aus gegen die geschwächte Einheit. Hier jetzt nicht. Hoffentlich lässt sie sich jetzt zurückfallen. Ist geschwächt und lässt sich zurückfallen, ja. Okay. Sollte nächste Runde aber ja hier durch unseren Kavalleriegeneral Ambrosios geregelt werden. Schön. Weiter geht's. Ja, im Zentrum werden unsere Plänkler ebenfalls. Die haben hier herbe Verluste hinnehmen müssen. Nicht so gut. Die konnten sich zum Glück zurückziehen, werden auch nicht von der Spießphalanx erreicht. Hier müssen wir jetzt darauf achten, das könnte einen Flankenangriff zur Folge haben. Da kommt sogar der Entlastungsangriff von Alcaios, der, wow, 72 Schaden macht gegen Ambrosios. Oha. Leichte Reiterei versucht einen Flankenangriff. Interessant. Und die Nahkampfphase hier auf unserem linken Flügel. Was passiert? Die dürften jetzt fliehen, genau. Dadurch können wir jetzt gegen die hier noch kämpfen. Und zwar mit der gesamten Einheit. So, die haben nochmal Stand gehalten. Die sind auf der Flucht. Flankenangriff auf die Plänkler bitte mal. Ja, hat den Gegner zermürbt. Hier ebenfalls zermürbt. Gerät in Panik. Und löst eine Fluchtkaskade aus. Wird aber aufgelöst. Und hier kommt sogar nochmal ein Flankenangriff rein. Leider ohne nennenswerten Erfolg oder beziehungsweise ohne nennenswerte Auswirkungen. Ja, die Kavallerie rückt jetzt hier auch generell vor. Können wir die hier noch vielleicht besiegen? Die sind jetzt ebenfalls zermürbt. Immerhin zermürbt. Und wir nutzen die Chance, die nochmal mit den Hopliten anzugreifen. Okay, das war wenig geistreich, glaube ich. Ja, also die können hier kämpfen, das ist okay. Die Frage, was machen wir mit diesen Plänklern jetzt? Nehmen die mal hier aus dem Weg. Und greifen wir jetzt hier an. Das ist wenig vielversprechend. Ich würde sagen, wir greifen jetzt hier die Plänkler mit den Kriegselefanten an. Die weichen aus, genau. Und der Angriff jetzt gegen die Toriophoroi.
36 Schaden gemacht. Das ist ganz anständig. So, General gegen General. Unentschieden. Und die kommen hier hoch. Ja. Dann können wir hier den Kampf der Elefanten möglicherweise unterstützen. Die können hier mit rein. Die leichten Reiter werden hier rüber geschickt. Die Einheit kann auch da hochgeschickt werden. Das sieht gut aus. Wir brauchen hier eine neue Einheit, die diesen Platz einnimmt. Die ist aber schon unterwegs. Dann haben wir hier noch städtische Milizen. Kann man vielleicht schon mal ein bisschen weiter aufteilen. 36 Schaden. So, wie sieht es denn hier jetzt auf unserem rechten Flügel aus? Die Gegner sind vorgerückt. Sind die... Ne, sind gefestigt in dem Gelände. Trotzdem haben wir hier ganz gute Chancen, Schaden zu machen. Nutzen wir natürlich sofort aus. Bis zu 82 Schaden machen die da. Das ist schon krass, der Bonus, den sie im unebenen Gelände haben, ne? Ja, und die bleiben weiterhin hier stehen. Nee, geht mal hier hin. Vielleicht können die dann hier einen Sturmangriff blockieren. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Und ansonsten, das Zentrum bleibt weiter in der gegebenen Position. Wir sehen ja, dass das gegnerische Zentrum sich jetzt aufgeteilt hat. Sie marschieren jetzt nach rechts raus, nach links raus. Also von innen gesehen natürlich. Was uns wahrscheinlich jetzt gleich die Gelegenheit gibt, sie hier mit Toreophoroi auf unserem rechten Flügel festzupinnen und dann mit der Spießphalanx hier in die Flanke zu gehen. Außerdem auch mit der Spießphalanx im Zentrum vorzustoßen und womöglich die Silberschilde zu attackieren. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Das schauen wir uns jetzt nochmal an. Ja, feindliche Plänkler fliehen und ziehen sich zurück. Okay. Aha, da schicken sie jetzt ihre eigene Kavallerie, um unsere wieder zu vertreiben, die eigentlich ja hier gedacht war, um die Kriegselefanten zu unterstützen. Und da kommen die ersten Angriffe hier drüben auf der rechten Seite. Oh, ja gut, die lassen sich zurückfallen, sind geschwächt durch einen gegnerischen Ansturm der schweren Kavallerie. Oh! Herbe Niederlage für die Kriegselefanten, trotzdem standgehalten, das war wichtig. Die Plänkler haben sich gesammelt, das ist eine feine Sache, mit denen werden wir jetzt mal beginnen, die Silberschilde zu beschießen. 50 Schaden, wow. Und 27, naja, aber das ist okay, damit kann man arbeiten. So, bevor wir uns um das Zentrum kümmern, erster Blick raus auf den Flügel. So, ihr solltet dahin gehen, das ist okay. Die stehen sich jetzt hier gegenseitig im Weg. Naja, geht mal hier rüber. Die sollen sich um die leichte Reiterei hier kümmern. Ihr könnt hier eine Salve abfeuern. Hier leider nur eine halbe. Naja, lohnt sich vielleicht trotzdem. So, greifen wir jetzt die an oder die? Sagen die hier, wir müssen da unterstützen. Ja, leicht mehr Verluste für den Gegner. Nochmal dasselbe Spiel. Die sollen sich jetzt hier umdrehen, bitte. Oh, 44% Niederlage gegen gewöhnliche Söldnerinfanterie. Das ist schon happig. Aber wartet mal, ich greife dann doch erstmal hier an. Weil das wahrscheinlich nicht so viel bringen wird. Oh, 157 Schaden, Leute. Damit haben wir den Gegner zurückgedrängt. Das heißt nämlich, wir können jetzt hier runter vom Hügel. Und okay, das waren herbe Verluste auf beiden Seiten. Na gut, die Einheit kann sich jetzt diese Runde nicht mehr bewegen. Wir stellen dann mal die Plänkler hier in den Weg. Vielleicht könnt ihr noch mal ein bisschen Schaden machen. 55, ja, das ist schon nicht schlecht. Überlegung ist hier halt jetzt mit der Infanterie da den Flügel weiter zu unterstützen.
sagen, wir gehen dann tatsächlich jetzt auch im Zentrum mit der Spießphalanx vor. Greifen hier mal an. Sieht sehr gut aus. 144, wow. Und zurückgedrängt und geschwächt. Da kann man gleich den nächsten Angriff hinterher schieben. 113, aber standgehalten, interessanterweise. Ihr richtet euch mal so rum aus. Hier in die Lücke, damit die hier keine Dummheiten machen, wir die gegebenenfalls dort angreifen können. So, Wurmfehlzauber vor, Reserve vor. Alles standardmäßiges Prozedere, nichts Außergewöhnliches. Hier wird es jetzt vielleicht doch nochmal spannend. Oder das heißt doch nochmal, wird es jetzt spannend. Unsere Plänkler am Werke. Wir sehen jetzt, dass die Kavallerie Richtung Zentrum unterwegs ist, interessanterweise. Wie gesagt, hier ja die Hetairoi drin. Die stärkste Kavallerie der Makedonen. So. Turioferoi, bitte zum Angriff. Danubische Kriegsmeute. Ja komm, dann greifen wir hier drüben an. Was haben die eigentlich? Überdurchschnittliche Qualität, schwere Waffen. 60-60. Ach, ich wollte doch den angreifen, nicht Dummbox. Wie lösen wir das? Indem wir unseren General hier reinbringen, würde ich sagen. Hilft das? Ne, hilft leider nicht. Na gut. Aber dann kann der hier gleich den Kampf unterstützen in der nächsten Runde. Mensch, die Kämpfe sind auch echt verlustreich, oder? Kommt mir das jetzt nur so vor. Verlustreicher als sonst. Schwere Infanterie nach vorn. Der Kavalleriegeneral vielleicht hier ein bisschen rüber. Vielleicht macht sich da, tut sich da eine Lücke auf. Wir werden es sehen, die wir dann nutzen können zu unseren Gunsten. Ich bin gespannt. Haben wir noch Einheiten, die nicht bewegt wurden? Ja, die Kavallerie hier unten. Und hier der Kampf der Elefanten. Ich hoffe, ja, dieses Mal haben sie sich gut geschlagen. Und wir haben hier drüben noch weitere Turioferoi. Machen wir die schon mal bereit, wenn unsere Plänkler sich hier zurückziehen sollten. Ja, das sind alles Reserveeinheiten. Na gut, liebe Leute, die Schlacht von Pella, beziehungsweise die Schlacht in Makedonien gegen Makedonien, läuft bisher ganz gut für uns. Wir haben deutlich mehr Einheiten am Start und dadurch auch insgesamt bessere Einheiten. Von daher mache ich mir da eigentlich keine allzu großen Sorgen. Wie es weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute und bis bald. Euer Jan.